Servus, meine lieben Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, letztes Mal habe ich ja gesagt, suchen wir noch die zwei anderen Helden. Und beim durch die Welt laufen und Fragezeichen abklappern, ist mir der Drakon ja, auf die Schliche gekommen, sage ich jetzt mal. Ikoros hat ihn gefunden, im Prinzip. Und genau, jetzt würde ich einfach mal sagen, nehmen wir doch gerade mal ihn geschwind mit, ne? Nur gucken, ob er dann hier noch sonst so, weil der eine brennt. Sind aber ansonsten keine weiteren Gegner außer er. Das ist auch perfekt. Kann ich den einfach mal so schnell mitnehmen? Weiß er natürlich auch nichts von seinem Glück. Wärmt sich irgendwie gerade auf. Oh, den können wir nicht genau komplett killen. Ja, machen wir deinen Hammerschlag da. Raum meinen Hammerschlag. Ich habe übrigens, wie ihr seht, genau ein bisschen gelevelt. 42 eben und Fähigkeiten neu erlernen, sage ich jetzt einmal. Und jetzt haben wir eben von den meisten Sachen, die ich immer benutze, die Stufe 3. Und ich glaube, ich sogar von den meisten Sachen eben jetzt, sage ich, mache ich jetzt nur so ein paar Jägerfähigkeiten auf jeden Fall noch. Aber ansonsten bin ich eigentlich zumindest gelungen. Sehr zufrieden. Ich habe jetzt festgestellt im Übrigen, dass wenn ich L1 drücke und die Fähigkeiten dann links unten sehe, kann ich noch Steuerkreuz nach unten drücken, habe noch ein zweites Rad. Ich weiß nicht, ob ich so weit das nutzen werde. Deswegen werde ich einfach die Hauptfähigkeiten im ersten Rad lassen. Fertig. Genau. Nur so weit, so gut zur Info. Dann schaue ich nochmal ganz kurz auf der Karte. Denn ich meine, diese andere Olle, die habe ich eigentlich auch entdeckt gehabt. Beim Vorbeilaufen zumindest. Genau. Karte, da ist sie. Das heißt, weil wir hier noch keinen Aussichtspunkt in der Nähe haben, gehen wir jetzt einfach geschwind hier in die Stadt hier rein. Das ist doch eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Dann können wir nämlich schnell von A nach B teleportieren. Ihr kennt ja das Spiel bereits. Aber ein bisschen Steine achten, dass es reibungslos läuft. Neuer Ort entdeckt, Theben. Okay. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Thebaner. Feiglinge, die sich Xerxes ergaben. Ja, also Cassandra ist auf jeden Fall nicht gut, auf die zu sprechen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Das bringt jetzt nämlich für den Pferdler hier. Mir doch lieber schönerweise zu Fuß. Die Akropolis entdeckt. Ich habe übrigens mal nachgeschaut noch. Wie hier ist eine riesige Balliste. Immer übrigens nachgeschaut wegen DLCs. Also sie sagen, beziehungsweise das Internet ratet einem, dass man tatsächlich eher die DLCs zwischen reinschiebt, dass man das verbindet tut im Prinzip mit der Hauptstory. Und das werden wir dann auch machen. Also nachdem wir jetzt, je nachdem was halt die zwei Könige da noch von uns wollen, dass wir das unser Haus wieder zurückbekommen, sagen werde, machen wir auf jeden Fall das Vermächtnis der ersten Klinge. Weil Maximallevel geht auf jeden Fall über 50 hinaus, das habe ich jetzt auch schon erfahren.
anhand von meiner Recherche. Und folglich, ja, wollen wir halt im guten Rahmen bleiben, nicht überleveln, auch nicht unterlevelt sein. Und wir sind perfektes Level für Vermächtnis der allerersten Klinge. Ich glaube, wir sind sogar wenig drüber. Im Level her. Halt dem geschuldet, dass ich halt sehr viel Progress auch manchmal ohne Kamera ja gemacht habe. Um euch mitzunehmen. Wo ich halt einfach gesagt habe, gut, ich tue jetzt einfach diese Insel komplett erforschen und sonstiges halt. Genau. Ja. So, dann gehen wir da hin. Und ergo werde mal das dann machen. Das mit Atlantis ist das zweite DLC. Und da werden wir es so machen. Also wir haben ja generell die Quest, sag ich mal, von Pythagoras, unserem Vater, dass wir die Artefakte finden müssen. Die werden wir auf jeden Fall auch machen. Und nachdem man dann anscheinend diese Artefakte gefunden hat, muss man dann noch was in Atlantis selber machen. Was ich extrem krass finde. Und das sollte dann aber anscheinend nach der Story, nach der Hauptstory gespielt werden. Beziehungsweise man kann es im Prinzip damit verbinden, dass wenn man auf jeden Fall Level 50 ist, ich glaube 52 ist das empfohlene Level für das DLC, dann sollte man eine Atlantis eben mitmachen. Genau, so weit, so gut im Prinzip zu dem, was ich so ja, ergoogelt habe. Natürlich habe ich mich nicht zu viel spoilen lassen, es waren jetzt einfach nur so interessante Sachen, weil nachher heißt es, okay, Mächtnis der ersten Klinge, Spoiler Alert und was weiß ich, hauptstorymäßig. Genauso wie Atlantis auch. Deswegen wollte ich mich dahingehend halt nicht schon vor spoilern, sag ich es einfach mal. So, Nisaya. Du bist auch nicht tot, du hast auch noch ein bisschen was. Oh. Ja, hier habe ich geschafft. Also der Endschlag am Ende ist tatsächlich dann nochmal das, was mehr hinzugekommen ist zu unserer Heldenfähigkeit. Alter, mein Leone, das Speer glüht ja brutal. Ah, jetzt glüht er nicht mehr. Okay. So, jetzt haben wir die vier Heldinnen da besiegt. Vier Helden und Heldinnen. So. Gut, jetzt haben wir im Prinzip ja ihm geholfen. Kehrt zu Stentor zurück. Genau, das machen wir auch. Stentor. Wo ist der da? Genau. Sagen wir mal, was er zu sagen hat. Dann haben wir ihm geholfen. Vielleicht müssen wir nochmal was für ihn machen. Können wir schon zumindest vorstellen. Vielleicht treffen wir ja noch Nikolaus jetzt wieder. Vielleicht hat er meinen Ratschlag nicht befolgt und ist trotzdem dann zustande gekommen. Keine Ahnung. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es nochmal, sag ich mal, storytechnisch interessant werden sollte. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren, wenn wir bei Stentor sind. Erfuhr, was ist los? Ich sehe das fette Schlachtfeld. Jetzt sind wir hier unten. Kleine spartanische Außenbuschen. Du bist zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Sie bestrafen dich nicht. Sie helfen dir. Was glaubst du, warum ich hier bin? Die Götter strafen mich, damit ich immer wieder zu treffen. Ach komm, Stentor, sei doch jetzt mal ein wenig freundlich, Mann. Hast du eine göttliche Einmischung dringend gebraucht? Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben.
Also gut, mach mal. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. So, gibt es jetzt Eroberungsschlacht? Ja, Tatsache. Sehe ich doch mal. Jawohl, Cassandra. Du sagst es. So. Ikoros greift an, so wie ihr es seht. Erste Mal jetzt live. Zeig mal, miterlebt. Nice. Ich wurde gekillt von einem mickrigen Athener. Was? Okay, das habe ich jetzt, gar nicht irgendwie geblickt. Sorry. Wie? So weit weg speichert's nicht. Aller Game. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Ja gut, ja, weiß ich fürs nächste Mal. Das selbst Anfang der Mission ist keinen Autospeicherpunkt gibt. Schwierig. Einfach nur schwierig, die Situation. Komm schon. Schweige ich mir aber mal ganz kurz davor. In den Delo kann man ja schon mitbekommen. Den überspringen wir jetzt immer ganz geschickt. Alter! Was? Okay. Freunde. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Mit dem wenigen Leben dann. Wir machen extrem viel Damage, ja. Richtig. Ah, dass die so hinterhältig sind. Ja, er zum Beispiel. Wow. Okay. Ich glaube hier den Hauptmann. Beiden. Vielleicht schicke meine eigenen Kämpfer in den Haar, das ist nicht gut. Mit dem Heldenangriff, der ist halt GG, Mann. Er ist halt wirklich GG. Oh, er ist er. Jop, halt, warte. Jetzt mit dem Feuer vielleicht besser. Wenn man ganz. Jetzt haben wir einen schönen geblockt. Hammer. Söldner besiegt. Haben wir dich auch noch kurz fertig. Wahrscheinlich bin ich nämlich im Weg.
So, nächster Hauptmann. Binder. Oh. Bauen wir ein bisschen Adrenalin auf. Da ist feindlicher Hauptmann. Lass mich in Ruhe. Oh, da hinten ist noch einer. Jungs, lass mich mal kurz durch. Mit irgendwas ist das. Ja, eigentlich will ich gar nicht zu dir, ich will eigentlich zu dem. Gut. Komm mal, er geblockt. Sicher. Den haben wir auf jeden Fall sicher gemacht. Jetzt zu dir. Euer Brudi. Oh, das sind so viel perfekt Athena nebeneinander. Nicht sterben auf jeden Fall. Nicht sterben, habe ich gesagt. Oh, den einen haben wir noch weggehauen. Jawohl, Eroberungsschlacht, Sieg, für Sparta. Sehr gut. Mit viel Taktik und Gefühl an der Sache funktioniert das alles einwandfrei. Da bin ich jetzt glücklicher. Nicht gewesen, hättet ihr das nicht überlebt. Mein Vater hätte einen deutlicheren Sieg errungen, aber er ist nicht hier. Und zwar deinetwegen, wenn ich mich recht entsinne. Ach, fang nicht an. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Na, oh, oh. Arrogant. Du bist nur ein Nachzügler. Ein das war, glaube ich, meine falsche Antwort. Das wollte ich gar nicht. Das werden wir noch sehen. Was meinst du? Nun, da wir die Athena auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um meinen wahren Feind zu kümmern. Hey, Stentor, mach keinen Scheiß. Stentor, deine Arbeit ist getan, Söldnerin. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Stopp. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräterin? Ich bin keine Verräterin. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Stentor, ich will wirklich nichts. Willst du wirklich, dass ich dich vor deinen Truppen bloßstelle, Bruder? Ich bin nicht dein Bruder! Halt ein, Stentor! Ich werde dich nicht schonen. Nein, weil ich dir keine Gelegenheit dazu gebe. Hey, ich habe Viereck die ganze Zeit gespammt und nach rechts gedrückt. Bro. Das ist der Klassiker. Alles immer auf den Controller zu schieben, ne? Keine Meier. Ich werde dich nicht schonen.
Stände, ich mach das. Ich will das wirklich nicht, Mann. Geblockt. Nein, nicht pariert, sorry. Ja, jetzt bist du ausgewichen. Ah, der Big Shot trotzdem eine schöne Salve. Ich bin der einzige Grund, warum du noch lebst. So dankst du es mir. Hallo. Mist. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Sorry, Guys und Girls. Da wollte ich tatsächlich zu viel. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, L1, R1 parieren blickt da nicht so ganz gerade aktuell. Und vor allem das Ausweichen ist heller dämlich gerade. Was. Alle gehen. Show vorbei, geschlagen. Jetzt bring es zu Ende. Ich begrüße den Tod, denn er bedeutet, dass ich dich nie wiedersehen muss. Natürlich verschone ich den. Alter, das kann ich natürlich nicht machen. Wollen wir jetzt noch irgendwas machen? Nee. Geh einfach. Ciao, Stentor. Stentor, der Gefallene. Eigentlich nicht. Das war er nicht. Nora, die Nora ist das? Ah. Cool. Gut. Freunde der Sonne. Wie sieht's aus? Wir haben wieder extrem, extrem viel Loot bekommen. Das ist natürlich so nice. Wie sieht das aus? Kriegerschaden? Nee, nee, nee. Unterschaden, Jägerschaden. Attentätergürtel. Oh, cool. Cooles Aussehen auf jeden Fall. Der hat einfach Giftbrandwiderstand. Ja, das sind bessere Stiefel auf jeden Fall. Nice! Stentor, wo bist du jetzt? Du bist nicht hier, bist du der Erste? Nee. Im Rang, du bist Rang 9. Stentor, Alter. Na gut. So, jetzt haben wir ja alle beide Aufgaben gemacht. Das Sphinx, das Myrine treffen. Das ist auch wieder Dings, genau. Gut. So, alles klar. Wir haben noch den Lykaion-Wolf. Das ist die Jagdgesellschaft von Hippokrates, okay, sagt mir nix. Epi, gut. Ja. Jetzt können wir im Prinzip nur noch halt die Atlantis-Dinger machen oder halt eben hier Myrine und Brasi das treffen. Oder halt jetzt langsam anfangen, Artefakte zu finden, ne? Artefakte wären halt schon nicht schlecht. Genau. Schwert des Leonidas, ja, okay.
Aha, Angriff der Panzer von Sarkadien und Lakonen. Sieht man das hier auch irgendwie? Naja. Oh, komischerweise aber noch mehr in 1000 Meter oder so, hieß es gerade. Sehr, sehr komisch. Okay, Freunde, ich würde es mir gerade mal ganz kurz an der Stelle beenden. Ich überlege dann, was wir dann nämlich als nächste Quest machen. Vielleicht gerade so ein paar Stiere oder irgendwas killen von den legendären Viechern, dass wir mal die Artemis-Quests hier fertig gemacht haben. Vielleicht auch mal hier die Orte synchronisieren, wo der Typ will. Genau. Ansonsten, wir können noch in die Arena gehen, wir sind jetzt Level 42, aber da will ich ehrlich gesagt eher mal noch hingehen. Wenn ich vielleicht 43, 44 bin. Und sonstiges. Genau. Ja. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde mit der nächsten Folge schön mit der Hauptstory dann weiter ballern oder halt eben irgendwas Interessantes, was mir gerade so über den Weg läuft. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.